Es ist mal wieder warmes Wasser am Bernsteinsee. Und was haben wir zuletzt am Kupfersee gelernt? Warmes Wasser und die Fische sind eher im Tiefen. Also? Also gehen wir natürlich mit unseren Ruten und mit den Ködern an die Stellen, wo wir nochmal schön extra tiefes Wasser haben. Und dann ziehen wir raus die Borken. Ich teste jetzt hier schon ein bisschen länger, so halb AFK nebenbei einfach ein bisschen. Und ja, ich teste auch noch das, was gerade natürlich gut läuft. Wenn man sich in die Rekorde oder in den Rekorden ein wenig umsieht und ein bisschen schaut, was da so drin ist, ist zum Beispiel gerade Pflaume ganz angesagt. Aber ich habe jetzt nicht original das genommen, was in den Rekorden drin steht. Ich habe das ein bisschen, na klar, mal wieder ein bisschen umgeändert und ein bisschen geguckt, was denn noch so alles geht. Und ja, ich würde sagen, die erste Stunde geht. Also, Fische sind da. Die ersten zwei ballern direkt rein mit über 20 Kilo oder 20 Kilo. Bam und bam. Und dann, das war halt knapp in der Nacht. Und dann kommen so Stück für Stück immer noch ein paar Brocken rein. Also für den ersten Test muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden. Also die ersten Dinger sind drin. Geisterspiegel war auch mit dabei. Alles schon mal ganz okay. Jetzt ist natürlich die Frage, funktioniert das auch noch an anderen Spots? Theoretisch gleich einfach die Sachen zusammenpacken und ab zum nächsten Spot. Ich meine, die erste Stunde hier ist durch. Vielleicht ist jetzt eh dann nichts mehr los an der Stelle. Wichtig, wie gesagt, es ist gerade alles komplett warm. Also wir haben halt im Moment noch die Warmphase. Und da, ja, wie gerade schon gesagt, wissen wir ja jetzt vom Kupfersee, wo das eben auch so der Fall ist, wenn warm, dann tiefe Löcher. Deswegen stehe ich jetzt hier auf dem Anleger, wo das letzte Video, was ich hier gemacht habe, gerade mal so auf 8 Meter war. Diesmal auf 45 Meter. Oh mein Gott, am Bernsteinsee 45 Meter, nicht 35 Meter. Habe ich das richtig gehört? Ja, ja. 45 Meter Entfernung, denn, wie gerade gesagt, wir wollen ja hier in diesen tiefen Bereich. Und damit ich hier auf Nummer sicher gehe, ich bin einfach noch mal ein bisschen weiter raus. Wie gesagt, hier auf 45 Meter. Hier in dem Bereich, hier unten, auf 60 Meter ungefähr, ist noch mal eine Muschelbank. Auch durchaus eine Idee, bis dahin zu werfen. Hatte ich jetzt aber nicht so Bock drauf, war mir ein bisschen zu weit. Und da ich ja eh eher fruchtig unterwegs war, habe ich gedacht, komm, Muschelbank brauche ich jetzt nicht für meine Pflaume. Also werfen wir das Ganze hier einfach mal locker aus. Also ich bin weg von diesen flachen Bereichen. Hier auf 15, hier auf 35, sondern hier direkt rein in diese tiefen Bereiche bei solchen Temperaturen. Ich kann mir auch das hier sehr gut vorstellen. Androidenbaum, aber dann vielleicht auch nochmal weiter. Ne? Genauso wie hier oben auf, was ist das, 32 oder 132, ich glaube 132 ist es. Hier ist man ja auch gerne im Nahbereich unterwegs. Hier stehen ja auch die Stipper alle auf diesen ganz kleinen Schniepi. Oder immer mal wieder gerne. Aber auch hier hieß es schon, als das Gewässer neu war, rauswerfen zu diesen Bäumen, die man hier sieht. Und dann kann man eben auch hier richtig schön weit rauswerfen in diese Area. Ja, hier in dem Bereich war ich bisher relativ selten. Aber ja, ansonsten von den Tiefen, ich glaube, das nächste, was interessant wäre, wäre tatsächlich hier unten an diesem riesengroßen Baum dann vielleicht auch noch mal weiter rauswerfen oder eben hier oben. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich bretter gleich mal eben runter hier zu dem Baum und dann teste ich da auch noch mal die gleiche Köderkombination, die gleiche Futtermische. Einfach mal sehen, ob das da auch läuft. Und da vorne steht auch schon der riesengroße Druidenbaum. Also ich gehe jetzt aber nicht dahin, weil ich habe gerade noch mal auf der Map geschaut. Wenn wir hier stehen, ne, und hier reinwerfen in Richtung 4,5 Meter, haben wir hier auch noch mal eine richtig große Muschelbank.
so ungefähr auf 30 Meter Entfernung. Das nutzen wir jetzt mal aus. Also da in die Richtung geworfen. Ich bleibe jetzt mal so wie gerade eben vom gesamten Setup. Und dann werfen wir jetzt einfach mal, ich glaube, ich peile mal da vorne diese Bäume hier an. Passt das? Ja, das sieht gut aus. Also diesen Baum angepeilt. Zack, raus damit. Ja, halb aufgeladen auf 30 Meter, sieht gut aus. Aber natürlich noch mit Futtermischer. Und dann gucken wir uns natürlich auch gleich das gesamte Setup an und ob das hier so einigermaßen funktioniert. Meine ersten Einsätze hier mit Pflaume, meine erste Futtermische mit Pflaume. Und ich muss sagen, ja, kann man machen. Hat schon ganz gut funktioniert. Von daher weitermachen. So, und mal gucken, ob das jetzt auch hier auf einer Muschelbank funktioniert. So, raus damit. Zack. Und das dritte Setup auch nochmal. Mit der Pflaume auch hier auf die 30 Meter. Wahrscheinlich könnten auch 27 genügen. So. Also, angefangen haben wir. Und jetzt braucht es natürlich ein bisschen Zeit. Vielleicht muss ich auch gleich noch ein, zwei Mal mehr nachwerfen. Und nochmal langziehen hier. So, also raus damit. Die Setups. Natürlich dicke Setup. 1er Haken jetzt erstmal nur zum Testen. 18er Haken. Und ich glaube, das ist auch noch mit einem Kicker. Und zwar explosive Wildpflaume. Wildpflaume Explosive. Also das, es gibt eine kleine Serie von explosiven Boilies, die möglicherweise nochmal eine extra Lockwirkung haben, genau wie Soluble, so in diesem Bereich wahrscheinlich. Leider gibt es davon nicht mehr, es gibt keine riesengroße Serie. Ich glaube, es gibt 3 verschiedene Explosive Boilie-Arten. Dazu die süße Pflaume und die Pflaume und das ist es schon. Also gar nicht so riesig mit der klassischen Haarmontage, also sinkende Boilies eben komplett. Weil wir ja jetzt gerade, ja, weil es warm ist und weil halt alles auf dem Grund liegt und weil die Fische vielleicht auch eher sich in den Grund bewegen, wo es nicht ganz so warm ist und ja, in dem Bereich sich dann eben aufhalten. So testen wir jetzt das Ganze und da bin ich gespannt, wie das denn läuft. Wie gesagt, so von der ersten Stunde bin ich schon ganz zufrieden. Von der Entfernung jetzt hier in dem Bereich mit 30 Meter sind wir dann auch, wie gesagt, auch dann im tiefen Bereich wieder unterwegs, wo wir eben hinwollen. Und das ist die Futtermische. Tendenziell auch hier eher ein bisschen süßlicher wieder unterwegs mit der Maisbasis, mit Pflaume. Feed Pellets gibt es einmal. Dann natürlich den gleichen Köder auch nochmal. Crushed Boilie, Explosive, Pflaume. Auch nice. Mais, weil wir ja Mais auch als Basis haben, ist das immer wieder eine ganz gute Kombination. Und dann hier auch nochmal Amino mit reingemischt, weil so ganz viele andere Pflaumenmöglichkeiten haben wir gerade nicht. Deswegen einfach mal Amino, geht für Karpfen ja immer. Rote Pflaume als Soße drauf und raus damit mit der Futtermische. Ja, das Ganze ist natürlich eher schwierig für Angler, die kein PVA haben. Alles, was so 30 Meter plus ist, ist sowieso schon schwierig. Ob das jetzt mit der Futterrakete ist oder mit dem Bällchen, mit der Schleuder oder so. Also das ist natürlich dann eher was fürs PVA-Angeln, damit man dann auch mal richtig schön weit rauskommt hier in diese verschiedenen Bereiche. Hier sind es 4,5 Meter, hier sind wir bei 5 Meter Tiefe. Ja, vielleicht wäre das hier auch nochmal irgendwie interessant in dem Bereich oder hier in dem Bereich, ne, so 4 bis 5 Meter Tiefe bei den Temperaturen wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ich teste jetzt noch ein bisschen weiter. So viel dazu. Einfach mal ausprobieren und die Erfahrung teilen. Gerne auch unterm Video teilen, wie es bei dir war. Wie läuft es bei den Temperaturen beim warmen Wasser am Bärensee? Ähnlich wie beim Kupfersee. Also gerne teilen mit den anderen Anglern. Petri, wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream. Bis dahin.